Hallo und herzlich willkommen zu Scribblenauts Unlimited. Und wir spielen eine Runde, einfach nur um ein bisschen zu zeigen, wie ist das Spiel so, um was geht es und wie kommt es bei euch an. Vielleicht mache ich ein kleines Projekt dazu. Nun, wir sind hier auf dem kleinen Bauernhof. Wir sind Maxwell, wir sind dieser Junge hier. Nun, was geht es im Grunde im Scribblenauts? Wir müssen hier diese Sterne einsammeln und dadurch verschiedene Aufgaben bewältigen. Und wir haben dafür eine Worldmap. Da können wir überall hin bis dahin. Wir brauchen jetzt so 8 Sterne bis dahin, 12, 16. Das geht dann bis 50 und dann haben wir wohl alles gemeistert fürs Erste. Bleiben wir erstmal auf dem Bauernhof. Warum hast du jetzt... Der Bauernhof hat eigentlich voll schöne Musik. Mach dir doch mal bitte. Wir gehen mal kurz in die Stadt, ich will die Bauernhofmusik haben. Ja, ich habe Prinzipien. Lass mal für die Hauptstadt. Das Auto, das habe ich gestern nicht platziert. Das ist immer noch da. Hihi. Gut, jetzt haben wir die Musik. Nun, wir sind Maxwell und wir können was ganz Tolles. Wir können springen. Nein, wir können ein Objekt schreiben. Und das Objekt, das wir schreiben, erscheint dann in der Welt. Zum Beispiel, ich hätte jetzt gerne ein Flugzeug. Dann haben wir ein Flugzeug. Wir können das Flugzeug fliegen. Total toll. Was wir auch machen können, wir können aufsteigen. Fallschaden oder so gibt es nicht. Wir können uns auch eine Granate holen. So. Denken wir mal Maxwell in die Hand und sagen... nicht reiten. Nee, absteigen. Werfen. Okay, hat nicht funktioniert. Was könnten wir noch schreiben? Ob das funktioniert? Ich denke nicht. Nö. Ob eine Flak funktioniert? Ja. Okay. Oh, ich treffe das Flugzeug nicht, verdammt. Jedenfalls können wir so ziemlich alles machen, was wir wollen. Und das ist halt das Wunderbare an dem Zauberbuch. Zum Beispiel, ich hätte jetzt gerne eine Katze. Jetzt hätte ich gerne... Miau. Wir können mit der Katze noch interagieren. Zum Beispiel, wir können ein Adjektiv hinzufügen. Zum Beispiel, große Katze. Gut, hat jetzt gerade nicht gut funktioniert, aber wir können auch auf der Katze rumreiten. Das sehe ich jetzt zum ersten Mal. Das Lustige ist halt, man kann Rätsel damit lösen und alles Mögliche. Was können wir noch machen? Wir können ihm ein Objekt in die Hand drücken. Wir können sagen, ich hätte gerne eine Katze mit Flügel. So, jetzt kann diese Katze theoretisch fliegen. Ja. So. Im Grunde, wir können alles Mögliche machen. Und wir können jetzt ein bisschen Rätsel lösen. Was solltet ihr davon? Ein paar Star Rides und so einsammeln. Wir reiten immer noch auf der Katze. Yay. Was machst du? Angreifen! Okay, dann nicht. Mein Grund, den habe ich uns nicht gestellt. Ob man die Katze auch beeinflussen kann, ist, kann sagen, es soll eine schnelle Katze sein. Schnell. Schnell. Ah, das hat Schelle geschrieben, okay. Ein Ding löschen wir.
Da zum Beispiel das Adjektive versucht. Das war eine Bettlerin und die brachte Talent. Da habe ich gesagt, okay, du bist eine talentierte Bettlerin. Der wollte eine Band. Wollte eine coole Band. Sondern dass ich da eine Band gekommen habe, dann das Adjektiv cool dazu geschrieben oder so. So. Da habe ich noch eine Aufgaben zu erledigen. Wenn die auf der Mietskatze rumreiten. Die hat eine Aufgabe, einen blauen Star Ride. Tun wir es. So. Ihr gefällt das Objekt nicht? Ist in der Zeit die Umgebung zwar schön und reißt als erstes dieses Gebäude. Dann brauche ich eine Abrisskugel. Jetzt mit einem Feuerwehrschlauch. Gut, ich muss halt noch irgendwie benutzen, ne? Gut. der Feuerwehrschlauch kommt weg. Ups. Mein Bauhelm! Nicht mein Bauhelm, gib mir meinen Bauhelm wieder. Das kommt weg. Reiß dieses Gebäude ab. Wenn wir noch 6 Sekunden warten, bekommen wir einen Hinweis. Lass uns mal einen Hinweis geben. Versuche das Gebäude zu zerstören. Bombe. Aha. Gut. Das nächste Gebäude? Ah, ich muss ein neues Gebäude erschaffen. Ich sag mal, ein Wohnhaus. Ein Einfamilienhaus. Kein Einfamilienhaus. Was ist damit an? Zoo. Ja, was soll ich es allen mitteilen? Lautsprecher. Ah, nee, das, was ich meine, ist ein Megafon. Hab Megafon gemeint. Oder Mikrofon hätte wahrscheinlich auch funktioniert. Sonst haben wir den Star Ride bekommen. Weil wir toll sind. Bam. Nur Level freigeschaltet. Wir machen einfach weiter. Das gucke ich mir privat an. Mietzekotze? Steigen? Chatpack. Ich habe eine Chatpack-Mieze. Das war jetzt eigentlich nicht so geplant, ne? Ich wollte das Chatpack. Um einfach mal schneller unterwegs zu sein. Yay! Oh Gott, rennt der jetzt schnell mit dem Jetpack. Meine Güte, das hat ja wirklich geholfen. Jetzt bin ich wieder bei der Hauptstadt. Moment. Raketenwerfer. Tragwaffe. Angreifen. Ist gut. Muss ich übertreiben. Locken wir zu Edwins Bauernhof. Das hat jetzt story-relevante Sachen. Bla 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 bla. So kommentiere ich in Zukunft auch. Bla 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 bla. Bla 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 bla.
Ja, wir haben 8 Star Rides, haben wir für ein neues Gebiet. Hauptstadtfeuerwehr. Ich bin der Hauptstadt fast fertig. Ich meine, ich habe den einen großen Star Ride und 4 Splitter. Die Schrägstrich-Troller Galerie fehlen mir auch noch Splitter. Sabastrix bin ich auch ziemlich weit. Da habe ich beide Star Rides, aber noch keine. Haben noch die Splitter komplett. Da war ich noch gar nicht. Gehen wir mal da. Ein Gebiet, was ich selbst noch nicht kenne. Mal schauen, was wir da machen können. Ich würde halt gerne eine Nebenaufgabe zeigen, so etwas Kleines einfach. Hilf mir, alle Alarme zu testen. Ich brauche mein Jetpack. Gut, ich könnte auch wahrscheinlich eine Leiter erschaffen, aber das wird so einfach. Und noch. Ungeladene. Geladen. Oh, du bist noch nicht fertig. Ach, der Alarm fehlt. Ach so, okay. Was ist mit dem? Feueralarm. So, jetzt haben wir einen Splitter bekommen. Das sind so kleine Mini-Aufgaben, die nur dazu dienen, Splitter zu bekommen. Was ist mit dem? Ohrenbetäubender Feuerwehrmann. Der schnarcht zu laut, ich kann nicht schlafen. Ohrenstöpsel. Bitteschön. Was ist mit dir? Ich kann meinen Helm nirgendwo finden. Helm. Helmfahrt. Oh, ja. So, jetzt kommt der Rucksack mal zum Einsatz. Wir können hier das Objekt nehmen, aufsammeln. Oder mal kurz ausnahmsweise mal doch nicht den Rucksack. Geben. Hübschen Pink. Noch ein Splitter. Das haben wir. Ach, jetzt haben wir die Feder alle zusammen, haben noch einen Star Ride bekommen. Sehr gut. Wie spät ist es? Ich will nach Hause. Uhr? Ja, na, ich gebe jetzt so eine Schmuckuhr. Das ist eine Hauptaufgabe. Dieses Ding muss weichgeklopft werden, bevor wir es zubereiten können. Hammer. Schlägel. Bitteschön. Machen wir noch eine Hauptaufgabe. Hilft den Überlebenden, die Zombie-Invasion aufzuhalten. Ich hatte so ein Zombie-Sibarant. Jeder Blinde braucht Hilfe. Hilfst du jetzt dem Arzt, die Wunden von den Männern zu behalten? Arzt. Hilf mir, seine Wunden zu versorgen. Verband. Das ist ein Traum in jedes Game. Es gibt etwas, um die Horde abzuwehren. Da muss ich erstmal noch unten. Na, Leute. Und ich komme nicht nach unten. Was soll ich tun? Gib mir etwas, um gegen die Zombies zu kämpfen. Eine Pistole. Nur ein Revolver. Was du dich besser fühlst, ich geb dir einen Teddy. Drei Objekte in die Box, um einen Mac zu bauen.
Panzer? Also eine Rüstung. Dann den Raketenwerfer. Ja, die Rüstung. Rüstung. Brustpanzer. Reifen. Da kann mich der Mac fahren. Was braucht der Mac noch? Jetzt kann er angreifen, ist mobil. Und dann gibt mir ein Fahrzeugpanzer. Gut, dass der nicht in die Kiste passt, hätte ich irgendwie ahnen können. Ein Hinweis. Ach! Klebstoff. Ja, wenn ich den Mac benutzen soll, muss ich runter, liebes Spiel. Yeah! Ich will den Zombie angreifen. Atke! Atke! Oh mein Gott, hat ein Zylinder nur noch, Klaus, es ist Zombie! Burn! Man, Rahma! Ich werde von Zombie angegriffen. In Scribblenaut. Wie kann das nur sein? Wie heißt der? Höflicher männlicher Zombie. Ich glaube, das Spiel hat ein Problem mit männlichen Adjektiven. Ja, ich habe einen Starride. Wunderbar. Geflügelter Zombie. Eine Sicherheitskamera, okay. Absteigen, den Starride mitnehmen und dann passt's. Weiter! Was wird das? Verwandle einen Kombi in ein Feuerwehrauto. Mach ich privat. Und das nächste Mal für mich persönlich. Also ich mache irgendwann mal ein LP daraus, wer weiß. Bin ich mir selbst noch nicht sicher. Jedenfalls habt ihr jetzt vielleicht ungefähr eine Ahnung, was es im Spiel geht. Man kann ziemlich viel Unfug damit schon machen. Zum Beispiel... Wer wollte vielleicht schon mal nicht, sagen wir... Satan, ja, ich könnte Satan eingeben, es wird funktionieren. Ob Gott funktioniert? Ja. Wir wollen nicht schon mal Gott mal mit einer Katana angreifen. Wessen Gottes Wunsch war das immer noch nicht? Ne? Wer wollte Gott noch nicht mit einer Katana angreifen? Ey! Ist gut! Ist gut! Kollege, kein Ding. Du kannst auch Satan rufen und ein episches Battle draus machen, aber das... Nee, jetzt gerade nicht. Ne? Wie gesagt, ich fliege gerade mit dem Jetpack und eine Katana in der Hand, also noch übertrieben kann ich es nicht machen. Näffchen. Ach so funktioniert die Aufgabe, ich muss die Wolken kaputt machen, oder? Aber, wie gesagt, speichern und schließen. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei... Irgendwas anderes. Bis dahin, haut rein!